Der Rosler und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei von Hört nicht auf ihn, hört nicht auf ihn. Halt die Fresse jetzt, jetzt red ich. Herzlich willkommen und zu einer neuen Folge, die zwei vom Bau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, irgendwann hauen mit der Asphaltwalze unter die Asphaltwalze und fahr eiskalt drüber. Einfach also, nur drüber fahren. Aber wichtig ist, dass ihr euch merkt, dass Steve Mertl in dieser Folge als wichtigster Mann hier mitmacht. Der Rest ist egal. Halt die Backen jetzt. Gibt's wohin? Du sollst deine Backen halten. Wohin? Ja, nicht wohin. Du sollst die Backen halten. Habe ich heute schon, über die Kloschüssel. Oh. Der Mann macht mich wahnsinnig, der macht mich irre. Bist du bald hier mit der Walze? Wie lange dauert das? Du hättest es ja schon längst tun können, aber na, alles Mauma selber machen. Ah, ja. Nix kannst mit dem anfangen. Als wenn gutes du Personal arbeitest. Ist so schwer zu finden. Falls du es noch nicht gemerkt hast, die Firma ist umgeschrieben worden auf Mertl GmbH. Woran das wohl liegen könnte? Mauma selber machen. Vielleicht an deiner Unfähigkeit, dass man dir... Ja. Muss man selber machen. Was als Firma Bagger angefangen hat, endet als Firma Mertl. La, 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 la. Ja. Mann. Boah, ich habe schon gar nicht die 2 Minuten durchgehalten. Ey, ich bin so fertig, ohne Witz. Ich brauche ja schon 2 Minuten, um mit der Walze von A nach B zu fahren. Das strengt mich schon so dermaßen an. Ja, ich bin auch, wenn ich dir beim Arbeiten zugucke, werde ich so müde, du. Es ist, Ja, also... Puh. Junge, 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 du, da kannst du besser... Keine Ahnung, was fällt mir denn da gerade ein? Das Boah, ist ich schon weiß anstrengend, nicht. Nee. Du kannst einen Regenwurm beim Krabbeln zugucken. Das ist aufregender, du. Jetzt das Schmetterling beim Schlüpfen zugucken. Es ist spannender. Eine Raupe beim Verpuppen. Ja, oder so. Apropos, ein Tipp. Was ein ordentlicher Bauarbeiter ist, der grillt ja auch, ne? Und man sollte, wenn man im Sommer grillt und die Reste nicht mehr mag, sollte man sie ganz schnell abdecken und in den Kühlschrank packen. Vielleicht sollte man das. Ja, weil ich sag mal so, wir haben vor, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber egal, das war auch im Sommer, Geburtstag von meiner Schwester gefeiert, ne? Auch schön lecker gegrillt, ne? Und anschließend lag dann noch auf einem Teller so eine einsame Bratwurst. Und ja, man räumt das ja nicht sofort weg, man kennt das ja, ne? Du glaubst gar nicht, wie schnell eine Fliege da war und ihre Eier da reingelegt hat. Ja, und, lecker, 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 lecker. Also das hat keine 5 Minuten gedauert, da waren die Viecher da. Wir haben das dann mal so ein bisschen beobachtet, konntest du richtig sehen. Und wenn du dir überlegst, du bist dann vielleicht mal gerade 5 Minuten drin und anschließend... stellst du dieses Ei-Bratwurst-Gemisch dann in deinen Kühlschrank. Also deswegen, ja. Ich glaube, was länger, nicht? Also am besten sofort weg, wenn man nicht mehr möchte. Also Bratwurst mit Proteinbeilagen. Ja, richtig. Kennst du diese schwarz glänzenden, ne? Diese grün leuchtenden, grün glänzenden Fliegen. Oh, ja. Die waren ganz schnell, du. Das ist ja gleich das richtige Exemplar gewesen. Ja, ja. Und dann hat die ihre Eier da reingeballert, du. Eine Stallfliege, oh no. Soll man nicht meinen. Vor allem, wenn du nicht drauf achtest, bis zum nächsten Tag schlüpfen die ja nicht. Und dann pfeifst du dir das schön lecker rein, du. Eine kulinarische Köstlichkeit. Lecker, lecker, lecker. Und Wespen kamen. Die haben sich so Stücke rausgeschnitten, regelrecht. Das war auch sehr, sehr cool zu sehen. Aber hier muss auch noch hier wahrscheinlich gemacht werden. Oh, really? Plattenfundament gießen, ja.
Mach ich. Es seid doch nicht mehr ganz knusper, ey. Ich gieße Plattenfundament. Da ist der Eimer, welches Platten. Ach, da hinten. Ich wollte gerade sagen, welches Plattenfundament. Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Chinesisch rückwärts. Warum diese blöden Pfosten hier schon rumstehen? Normalerweise würde man erst das Fundament setzen und dann die Pfosten hinstellen. Ja, weißt du, was ich nicht verstehe? Nee. Warum du nicht dabei stehst? Wo? Bei die Pfosten. Ja, weil du da bist, da war kein Platz mehr für mich. Außerdem haben sie gesagt, die nehmen nur die minderwertigen Pfosten und nicht die hochwertigen. Ah ja. Mal, irgendwas passt doch hier hinten und vorne nicht. So, jetzt aber. Ich glaube, von dem Fundament noch ein bisschen mehr zu gießen hier, wa? Keine Ahnung, war. Und haben wir den Kram denn fertig? Ja, wenn er fertig ist, war. Ich habe schon wieder keine Lust mehr zum Gießen, wa? Ja, ich auch Ey, nicht, weh. war. Ey, weißt du, wa? Hey, Hör wie mal, ist da der? habe ich mir eben den Kübel geholt, wa? Und dann habe ich da Beton reingemacht, wa? Und jetzt Na, gieße ich war. den hier hin, wa? Also, Na, war, ehrlich. ja, wa? Aber erzähl doch nichts. Und heute Abend, wa? Dann nehme ich mein Auto, wa? Und dann fahre ich nach Hause, wa? Aber erzähl doch nicht sowas. Ah ja, denn hat meine Freundin, die kennst du auch, wa? Die hat Nein, dann, nein. Essen gemacht, wa? War. Auffüllen und gießen, wa? Ja, so richtig Berlinern kann ich nicht, wa? Ich bin ja nur zugezogen, wa? Ich kann überhaupt nicht Berlinern, wa? So 16 Jahre wohne ich hier, wa? Ja, der Berliner Dialekt mit Icke und war und hast du gesehen. Aber, ne? Hier hast du eine, hier zumindest in der Ecke, wo ich wohne, hast du eine sehr gute Entschuldigung. Wenn du zu deiner Frau sagst, also wenn die dich fragt, sag mal, Schatz, wo warst du denn so lange? Du wolltest doch nur zur Apotheke. Dann kannst du ihr zu sehr ihr sagen, Schatz, das hast du falsch verstanden. Ich habe gesagt, ich möchte zur Apotheke. Ja. Weil hier gibt es wirklich hier im Kiez, in der Nachbarschaft gibt es eine Kneipe. Die nennt sich echt Apostheke. Ja, passt doch. Ja. Und wenn die Frau dann Gibt's Apotheke versteht, ist sie ja selber schuld, ein gell? bisschen Buchstabensalat und der Pasta lag, ne? Ah. Gehst schön zu Apo, lecker Bier trinken. Ja. Aber meine Freundin hat gesagt, mein toller Kugelbauch muss weg. Weißt du, was das bedeutet? Du bist fett. Nee, ich darf keine Currywurst mehr essen, du. Ja, weil du fett bist. Ich bin nicht Weil fett. du einfach fett bist. Nee. Ja. Bin nicht fett. War, aber Doch. das ist einfach so. Gute Sachen brauchen eben eine ordentliche Verpackung. Auf gut Deutsch, du bist fett. Und gutes Werkzeug hängt ja auch immer unterm Vordach. Nein. Außerdem brauche ich diesen Bauch. Hast du schon mal gesehen, bei den Supermärkten dieses Schild, wo dann da ist so eine Figur drauf mit so einem dicken Bauch
Und dann schiebt die sowas vor sich her. Na, die schiebt doch nichts. Das ist doch für schwangere Männer mit Webergrill, oder nicht? Nee, für Männer mit Webergrill, nicht für Ah schwangere Männer. Es gibt ja. keine schwangeren Männer. Ah, mittlerweile gibt es doch Obwohl, alles. die gibt's nur bei den Grünen. Da gibt's schwangere Männer. Mittlerweile gibt es doch alles. Blumentopf, Straßenschild, Einbahnstraße, Einhörnchen, keine Ahnung. Egal, egal, als was du dich fühlst. Ist Ja. einfach, ja. Ich habe übrigens letztens, weißt du, da war ich mal bei meiner Mama, ne? Ich hoffe, das hat jetzt keiner gehört. Und dann habe ich so gesagt, erziehungsberechtigte Person 1, kannst du mir ein Glas Wasser geben? Da hat sie ja keine Ahnung. Den Knall, den habe ich ja bis zu mir runtergehört. Ja. Hat die dir eine geschallert, du Das meine kannst liebe du, da Schiebe. kannst du aber drauf an, kannst du da. So. Dich habe ich gefangen und du wirst diesen Abend nicht überleben. Was? Ja. Warte mal einen ganz kleinen Moment, bitte. Kannst du nicht einfach fertig machen? Da fängt er die Arbeit immer an und dann macht er seine Arbeit nicht fertig. Oh, ist das schlimm. So, jetzt bin ich wieder auf meinem Kran geklettert. Nein, das musste sein. Pass auf, ich erkläre dir auch. Ich habe gerade einen Mord begangen. Ja. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Hier in Berlin ist es dieses Jahr, 15 Jahre ohne beziehungsweise. Bewährung. Hä? 15 Jahre ohne Bewährung. Ja, pass auf, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns in Berlin ist das aktuell sehr extrem. Es gibt ja diese komischen Käfer, diese Stinkwanzen sind das ja, ne? Die sich so Ja. richtig schön in diesem Jahr extrem in die Wohnung ziehen. Die findest du in allen möglichen Ecken. Und hier kam gerade einer auf meinen Schreibtisch niedergeflogen. Und Ein Käfer geflogen und setzt sich nieder auf dein ja, es wäre ja nichts Tastatur. dagegen einzuwenden, wenn es ein Marienkäfer oder ein Maikäfer wäre. Aber diese Biester, die sind einfach nur ekelhaft. Und dann habe ich sie mal eben eingetütet und lebendigen Leibes die Toilette runtergespült. Aber dann Oh hast du ja ja. keinen, nein, dann hast du ja keinen Mord begangen. Du hast ihn ja Doch. lebendig eingetütet. Er lebt ja noch. Möglich, dass der jetzt noch lebt, ja. Das ist mir aber auch egal. Nee, aber die sind echt extrem. Also in Zeit. Die hauen zwar im Frühjahr wieder ab, aber trotzdem. Überall Du hast du hast die. ihn sogar noch wasserdicht eingepackt und dann hast du eine Unterwassertour spendiert. Also, das ist doch kein Mord, das ist eher Solange ich. Sightseeing. Solange ich hier wohne, hatte ich noch nie Probleme mit diesen Viechern. Hast du das jetzt übersprungen oder was? Ah, das siehst du mal. Ich habe mir den Händ geschnippt und dann war das schon fertig, betoniert. Nee, mal im Ernst, hast du das jetzt übersprungen? Nein, es war nicht ich. Wer dann? Subunternehmer. Warum gießt der unsere Betonplatten? Ja, weil du zu langsam bist. Das kann überhaupt nicht sein. Ja, ist so. Unglaublich. Ich habe nichts gemacht, gar nichts. Und du hättest dir auch schon mal die Betonpumpe oder so holen können und mitmachen können. Aber nein, nee, ich weiß, du hast keine Lust zum Arbeiten. Hätte fordert, Kette. Nö. Du, wenn du könntest, würdest du Bürgergeld beziehen, du. Ist nur dumm, dass das in Amerika nicht gibt, wa? Ja, echt so. So was Blödes aber auch. Da muss man noch glatt arbeiten für sein Geld, du, sonst Hier muss Scheiß. man, ja, bei dir muss man nicht arbeiten und kriegt trotzdem Geld. Das ist ja das Geile dran. Bist du etwa Ja, und Politiker? ich stehe nur rum und krieg trotzdem Geld. Ich Passt dachte doch. jetzt, holt er mal diese Betonpumpe, ne? Kein Gedanke dran, ey. Ganz ehrlich, ich werde gleich auch hier vom Kran runtergehen und werde meinen Dienst verweigern. Oh So nämlich. ja, oh ja. So ein Ding ist das also, ja? So nämlich. Ja. Genau, so, jetzt habe ich nämlich auch keine Lust mehr. Was du kannst, kann ich auch. So nämlich, ja. So, jetzt gucke ich mal und will mal sehen, wie das voll wird, vielleicht. Da. Ich werde mal meine Arbeit kontrollieren in der Gott sei Zwischenzeit. Dank ist der jetzt einmal weg. So. Ach ja.
la, 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 la. Mann, der Bodo Bagger la, arbeitet. La, 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 la. Das wollte ich erreichen, Freunde. Mehr nicht. Dass der auch mal was tut. La, 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 la. Mensch, mit Dreck spielen und Geld verdienen. Wer wollte das nicht immer als Kind? Ein Traum. Was müssen wir denn als nächstes machen? Deckenbau, okay. Steve Mörtel einbetonieren. Dann kommt ein Betontragwerk, okay. Aha. Dann der Wandbau. Lalalala. Alter, wo soll das noch alles hin? Lalalala. Ich könnte mal eine Runde mit meinem Auto fahren. Also nice. Zatten Sound hat er ja, den hörst du bis auf dem Kran. Boah, hier kommen ja richtig schön durch den frischen Mörtel. Da halt wirklich durch den frischen Mörtel, Alter, das gibt's ja wohl nicht, oder? Unfassbar. Das ist ja unfassbar, ist ja das. So. Aber mich anmaulen, wenn ich über die Baustallmatten fahre. So blöd kann doch keiner sein. Ich bin ja auch der Chef, ich darf das. Ich musste die Tragfähigkeit des Mörtels testen. Ah ja. Gut. Hier vorne ist er noch ein bisschen weich, aber... Ist ja auch frisch gegossen, ne? Irgendwas ist ja immer. Oh, guck mal, meine Fußstapfen sind da drin. Für alle Ewigkeiten. Doch, Gottes Willen. Sehr schön. Auf ewig verewigt, das geht gar nicht. Schade, dass das kein Schnellbinderzement war, ey. Und dann... Anwesend jetzt da drinnen gefangen und ich darf so feiern. Ich schwöre dir, in das nächste Bohrloch, wo du reinfällst, ne? Da setze ich nochmal eine Bohrkrone nach, damit ich dich ein bisschen tiefer versenken kann. Und dann kommt da Schutt drauf, du. Dann steckst du da drin. Mhm. Genau so ja, nämlich. Ich habe mich schon lange nicht mehr versenkt. Ne? Ja. Hab mir ja schon lang nicht mehr versenkt. Mensch, das könnte ich ja glatt mal wieder machen. Ich überlege, wie ich dich da drin und wie ich dich da reinlocken kann. Vielleicht so deine Mama ist unten im Loch. Du musst ihr helfen. Ah, das lockt mich nicht. Na gut, deine Freundin ist unten im Loch. Ah, lockt mir auch nicht. Lockt sie auch nicht. Deine Freundin ist nackig unten im Loch. Ja, das ist unfair. Aber es wäre eigentlich ganz gut. Du würdest dann reinfallen ins Loch, du kämst aber nicht wieder raus. Ah. Weil sich dein Widerhaken in den Betonstahlmatten verfängt. Hm. Ja. Mhm. Ja, sprich dich nach aus. Ist ja scheiße, wenn man daheim nichts zu melden hat, ne? Ich glaube, dann trifft er auf dich zu. Ein bisschen Sand aufsammeln, damit man die Fußstapfen auch sieht. Frischen Beton. Ja, ich bin Jesus, ich kann über Beton laufen. Hat Jesus nicht das Beton geteilt? War das da nicht? Oder war das was anderes? Täusche ich mich da jetzt? Das war Moses, der hat den das Beton so geteilt, ja. Ja, okay. Oh, hier ist wieder ein Schmetterling. Zwei sogar. Wie cool. Ja, irgendwas war dort da, ne? Mit geteilt und hast du nicht gesehen. Aber bist du mal bald fertig da? Kann schon mal die Fresse halten. Meine Güte, das dauert.
Und du meinst, du bist schneller oder was? Natürlich bin ich schneller. Ach, im Leben nicht. Aber ich habe jetzt heute keine Lust mehr zum Arbeiten. Du hast ja nie Lust zum Arbeiten. Ich spiele heute mal Bodo Bagger. Ja, ich weiß, bitte, Chef, ich muss nicht arbeiten, bla bla bla. Bla 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 bla. Ich verstehe schon, dass dich keiner versteht. Dass wohl heute noch was wird? Ich weiß nicht. Man munkelt. Aber das war's dann auch schon. Hier sind noch mehr Betonträger. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Zeug noch alle hin soll, ey. Ach so, die anderen kommen bestimmt oben drauf, wa? Weiß ich nicht, ist mir auch relativ. Wird uns der Architekt dann schon sagen, wo es hin haben will? Der Architekt. Der Architekt. Ist das der mit den Hämorrhoiden? Nee, das war der Ingenieur. Ich habe Hoffnung, dass das heute noch fertig wird, du. Ja, ich auch. Ich höre gerade so Entspannungsmusik, weißt du, im Kran oben. Eieiei, markierten Bereich räumen, siehst du wohl, ja. Genau. Aha. Baugerüst und Betonträger. Ah ja. Boah, ich gucke jetzt, genau, heute gucke ich mal beim Arbeiten zu. Das ist eine coole Sache, es gefällt mir. Also wenn ich jetzt der Steve Mörtel wäre, dann würde ich jetzt ja den Mobilkran holen und mithelfen. Aber da ich ja heute den Bodo Bagger imitiere, habe ich da gerade überhaupt gar keine Lust zu. Weltbeste Arbeiter ever. Ich will, ich Absoluter will. Profi, absolute Profi am Bau. Ich könnte ja auch eine Palette machen. Nee, ich bin zu Oh müde Gott. dafür. Ich könnte ja auch eine Palette hier mit dem Stapler reinfahren, aber nee. Kannst du Nee. mal aufhören, so rumzuschreien hier? Hier wird Mal gucken. gearbeitet. Was liegt denn hier so rum? Nee, da habe ich jetzt keine Lust, das hier hinzubringen. Nee. Nee, das ist nichts für mich heute. Nee. Ich bin ja Chef, ich gucke, ich kontrolliere ja nur, dass die anderen arbeiten, genau. Ich bin ja der Bauchef, ich brauche nicht rechnen können. Ach nee, der Bauchef muss ja rechnen, Mist. Eieieiei. Was muss da hin? Gerüst? Ach so, Gerüstteile. Na gut, okay. Oh, ja. Also ich wollte sie jetzt gerade nehmen, aber da du sie ja jetzt so schön hast, ist das vollkommen in Ordnung so. Ja, da bin ich aber schwerst begeistert. Was soll denn da oben noch drauf? Ich kann feucht machen. Oh, aber auspacken kann ich. Das ist nicht schwer. Das kriege ich hin, das kann ich. So, Baumaterial auspacken. So, noch mehr. Lass mich, ich kann das. Oh, kaputt.
Und dann habe ich gemacht so und so und dann habe ich gemacht so, dann bumm und kaputt. Ja, genau. Jetzt könnte von mir kommen. Aha. Ich gemacht so und so und so und dann oh, kaputt. Das klingt voll nach mir. Da bin ich voll dabei. Was kommt denn da oben drauf? Ach, das liegt hier schon. Ah! Betonplatten. Da muss ja wieder. Boah, wieder so eine Gießaktion hier, wa? Was denn du anders da erwartet, hä? Aber ich sag dir was. Also, also heute, ne, hol ich keine Beton-Dingskirchen mehr. Betonkönigs Kirchen. Was? Hä? Hä? What the hell? Also ich bin ja dafür, dass ich gleich Feierabend mache. Ja, bin ich auch schwer dafür, dass ich jetzt gleich Feierabend mache. Kannst ja noch weiterarbeiten, aber ich habe da, nee, nach Nee, Arbeiten ist. du. Oh, also, ich bin ja sowas von überarbeitet. Nach Arbeiten ist mir heute nicht, nee. Schön machst du das. Ja, ne? Wieder Kranlehrgang bezahlt gemacht. Ich habe auch mal einen Kranlehrgang gemacht. Da musste man auf dem Kran, wer als erstes 10 Flaschen Bier leer hatte. Einer halben Stunde. Nein, wer als erstes Ja, in 10 einer halben Flaschen Bier. Stunde. Nicht in einer halben Zeit, sondern so schnell wie möglich. Wer als erstes der die leer hatte. Nix halbe Stunde. Guck mal, ich war nach 2 Minuten durch damit. Mit 10 halbe. Und dann bin ich vom Kran gefallen. Oh, Ja. aber nicht weit genug. Ne? Also Spielzeuggeräte zählen doch fein nicht dazu, gell? Ja. Weißt du was? Du haust die Platten da noch drauf und dann machen wir für heute Schluss, wa? Boah, was jetzt noch nicht, ob ich alle drauf hau. Das sind ja so viel nicht. Das kriegst du hin hier. Weiß ich nicht, ob dafür meine Motivation noch auslangt. 5 Stück sind das hier. Komm. Schnell drauflegen hier. Ah. Ja, schön hier lecker die Platten drauflegen hier. Komm hier Nummer 2. Da steht auch eine 2 drauf, wenn du lesen kannst, ne? Na, ich schau bloß Bilder an. So. Schön runterlassen. Ich orientiere mich immer nur nach Bildern, nicht nach Zahlen, weil ich bin Alphabet. Was? Ich bin Alphabet. Ah, ein Alphabet, ja. Ja, genau. Die kenne ich auch, ja. Die können nicht so mit Zahlen, ne? Nee, nee, ich schau nur Bilder. Kann doch nicht lesen und schreiben. Ja, ich bin ein Antimatheist. Bin auch gegen Mathe, wo immer du auf Mathe triffst. Ja, gegen Mathe. Also sobald da irgendwo eine Zahl oder so auftaucht, dann habe ich eine Allergie, habe ich dann. Ja, Da ja. guck mal, da kriege ich Plack. Wusste gar nicht, dass du dieselbe Krankheit hast wie ich. Ja. Aber nix, nix dagegen, weißt du, so diese Allergie gegen Arbeit. Und das ist also. Da AG ist ja kein Unkraut gegen gewachsen, ne? Nee, Also, das geht gar nicht. da gibt es ja gar nichts dagegen. So ein Heilmittel gegen Arbeit haben sie in 50 Jahren noch nicht erforscht. Ne. So, letzte Platte und dann machen wir Feierabend hier. Hehe. Eieieiei. Cool. Da darf ich jetzt endlich Feierabend machen? Gott sei Wir machen jetzt Feierabend, genau. Dank. Hör mal, du hättest doch locker die Betonbombe holen können, du Ne, ich Pfeifenjockel, wollte mal Bodo Bagger spielen, damit du du mal weißt, wie das so Hohlspatz. ist. Ich hätte die holen können, natürlich. Du Hohlspatz, du hast doch gesehen, dass da Deckenplatten Ja, aber es war mir egal. draufkommen. Ja, das war mir so klar. Und mal, Eines nochmal, ich war da sowas von selber ignorant. weiter.
ist der Hammer. Alles muss ich selber machen. Ja, ich war sowas von ignorant, gebe ich zu. Ja. Also in diesem Sinne, liebe Leute, schaut's beim Berliner rein und schaut's. Oder Genau. schaut's auch nicht, oder schaut's auch nicht beim Berliner rein. Natürlich. No, und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Servus und herzlich willkommen zu Die zwei vom Bau. Bis Alles dahin, sag ich klar. mal, ciao, ciao, servus. Macht's Und gut. tschüss.